Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir haben die Schlacht bei Janes Mill, den 27. Juni 1862. Unsere Armee nimmt an General McClains Invasion der Virginia-Halbinsel teil. Die aggressiven Manöver der Konföderierten kamen unerwartet. General Lee befahl einen konzentrierten Angriff auf die rechte Flanke der Invasionsstreitkräfte. Anstatt seine Streitkräfte für die Verteidigung gegen eine viel größere Armee zu verwenden. Wir begannen, uns nach Süden zurückzuziehen. Nach einigen Meilen Marsch müssen wir eine starke Verteidigungslinie entlang Boatswain's Swamp vorbereiten, um den Vorstoß der Konföderierten aufzuhalten. Sie haben nur ein komplettes Korps und einige zusätzliche Einheiten als Reserve. Der Rest der Unionsstreitkräfte wird woanders gebraucht. Super. So, ich habe dank den Tipp von Mac Baguette noch hier aus dem dritten Korps die Infanterie ins erste gezogen. Darum müssten wir jetzt hier auch 18.000 Mann haben. Aber ich habe keine Einheiten oder keine Brigaden, die mehr als 1.500 Mann haben. Meine Vorgesetzten sind einfach zu unterqualifiziert. So, das zweite Korps hat auch mehr als genug Brigaden. Insgesamt 35.000 Mann. Ich muss auch mal sagen, ich setze jetzt hier überhaupt nicht mehr auf Plänker, ne? Ich habe keine Plänker-Einheit generell. In den, ich war ja mal, ich mochte die ja eigentlich. Aber wir haben ja später im späteren Game gemerkt, oder im Endgame halt gemerkt, dass für die einfach kein Platz da ist, ne? Die Plänkler können wir zur Not aus den normalen Infanterieeinheiten ja auch generieren. Sind zwar vielleicht nicht so stark wie die normale Plänkler, oder ich kann sie nicht genau spezialisieren auf Fernwaffen zum Beispiel oder so, aber das reicht ja manchmal auch. So, Start. Sir, unsere Streitkräfte führen einen taktischen Rückzug durch, um uns auf Lees Angriff auf unsere rechte Flanke vorzubereiten. Jawohl. Oh, das ist ein schöner Hügel. Oh, ist das ein schöner Hügel. Oh, das ist ja ein schöner Hügel. Aber mit wenig Wald. Kann ich hier noch ein paar Bäume pflanzen? Unser Ziel ist es, die Linie entlang Boatswain Creek zu halten und den Hauptteil der Unionsarmee zu schützen, der ein paar Meilen südlich stationiert ist. Aber hier kann man schön Kanonen aufstellen. Rebellen marschieren derzeit in Richtung unseres Aufenthaltsorts und bereiten sich auf einen Gegenangriff vor. Ich hasse Rebellen. Muss man einen Schluck Kaffee trinken, Entschuldigung. Bei Rebellen denke ich automatisch an Star Wars. Schrecklich. Danke, Disney. Eine unbekannte Anzahl an Feinden könnte versuchen, uns von Nordosten kommend zu umzingeln. Wir müssen unsere Position halten und verhindern, dass die Konföderierten durchbrechen. Sonst ist unsere Armee in großer Gefahr, umzingelt und vernichtet zu werden. Jawohl. Ach, ich fange am Arsch der Welt an. Die einzige Verstärkung, die wir erwarten, sind einige Teile Einheiten unseres eigenen Korps. Der Rest ihrer Unionsstreitkräfte muss eine Verteidigungslinie gegen die möglichen Rebellen aus westlicher Richtung halten. General, die Rebellen verfolgen uns und kommen diese Straße entlang vorbei an Janes Mill. Sie sollen jetzt hier schon aufhalten. Wir müssen unserer Armee Zeit verschaffen, um eine Verteidigungslinie entlang des Kriegs zu etablieren. Es wäre ratsam, Plänkler einzusetzen. Das ist jetzt echt Zufall. ja... Mal Pause. Ich hab doch erst gesagt, ich brauch keine, Mensch. Dann kommt der, ich muss Plänkler einsetzen. Will mich wohl verarschen, der Herr. So. Na? Achso, ich kann das noch nicht so bewegen, okay.
Ah, die Kanonen will ich hier schon so stehen lassen. So, da wir nicht wissen. Ach, da ist auch nirgends Deckung. Die Frage, die ich mir hier stelle, ist, eigentlich müssen wir nur hinten alles halten, ne? Dass wir die vielleicht schon zurückziehen. Auf diesen Hügel. Weil die haben es ja anscheinend nicht rechtzeitig geschafft. So, aus jeder Einheit hätte ich gern Plänkler. Plänkler. Klar. Klar. Hier ist ja kein Punkt, den wir halten sollen. Wie sollen die denn nur Zeit verschaffen? Das machen wir ja. So, und die süßen Plänkerlein. Werden wir hier aufstellen. So, du, ich, du, nicht. Du, ihr dürft laufen. Lass mal hier hin. So, ich hoffe, ich habe das alles jetzt richtig eingeschätzt. Nee, ihr könnt abprotzen. Genau, macht er ja, ne? Weil die Kanonen brauchen Ewigkeiten, bis sie in Position sind. Union. Achso, wir haben gesehen. Oh, ich muss mich echt noch dran gewöhnen, dass ich zur Union gehöre. Verdammte Scheiße. Das habe ich immer noch nicht so drauf. Da sind sie schon. Ja, und danke nochmal an den für den Filmtipp. Ich habe jetzt echt gebraucht, den zu gucken, weil ich habe den geguckt wie eine Serie. Also es ging darum, ich glaube auch Mac Baguette, wenn ich jetzt richtig bin, hat mir einen Filmtipp gegeben, weil ich glaube ich über Gettysburg gelabert habe. Und er hat mir God and Generals empfohlen, und ich fand God of Generals sogar ein bisschen besser als Gettysburg, einfach deswegen, also ich war erstmal übermannt, als ich den Film geguckt habe, und irgendwann so, hä? Hieß er Jeff Bridges? Nee, Daniels, ach egal, ich weiß nicht, wie der Darsteller hieß. Aber der hat auf jeden Fall einen Union, Corporal oder so, wie hieß jetzt der Darsteller? Egal, auf jeden Fall machen einige Darsteller aus dem Film Gettysburg, der von 1993 ist, in dem Film God and Generals, der quasi die Vorgeschichte von Gettysburg ist. Und da machen einige Darsteller mit. Und als ich das so verstanden habe, gesehen habe, dachte ich mir erstmal, what? What the fuck? Ist das geil. Dass man noch so nach 10 Jahren später dieselben Darsteller kriegt. Das ist nicht immer Standard. Also sie haben wirklich den Charakter gespielt, den sie bei Gettysburg gespielt haben. Das fand ich cool. Bloß halt die Vorgeschichte. Und danke nochmal dafür. Also, wie gesagt, ich habe so eine, wie auch bei Gettysburg, so eine lange Fassung gehabt. Die deutsche ist ja geschnitten, quasi. Dann hatte ich nämlich meistens größtenteils Passagen, die waren rein in Englisch. Aber da ging der Film auch, glaube ich, 4,5 Stunden oder noch ein bisschen länger. War bei Gettysburg aber auch so. Ich glaube, normal sind die 3,5. Aber die Fassung, die ich hatte, war dann halt deutlich länger. Und darum habe ich mir das so als Serie quasi, ich habe mir das in 3 Abenden angeguckt. Naja, war auf jeden Fall cool, bis auf die Musik und manchmal dieses ich habe manchmal bei den Dramen das Gefühl, ist egal, nicht nur bei den Filmen, bei anderen Filmen, die ein bisschen patriotistisch sind, ein bisschen heroisch sind, die Leute labern da einen Scheiß, den würden sie nie im Echt labern. Aber das ist ja jetzt Geschmackssache, und die Musik war auch nicht so meins, aber es war schon bei Gettysburg nicht so. Naja, danke nochmal für den Filmtipp. Oh, da kommen sie schon.
rennen wir raus aus dem Wald in den nächsten Wald. Also jetzt rennst du zurück. Im Gebäude war es doch safe, oder nicht? Na, so richtig auch nicht. Genau, der soll einfach nur gucken, ob von da was kommt. Ich hätte nicht gedacht, dass sie jetzt hier rüber wollen. Aber gut. So, Pause. Haben wir gerade erkannt, wo die hinwollen. Das heißt, du, Wallace, kommst hier ins Fältchen. Du kommst erstmal zu den Kanönchen. Wickham, hier ist ein schöner Wald. So, Schäfer ist ein... Nix, Schäfer. Und die anderen sind mir gerade noch zu nah an den anderen. So. Die Kanonen sind wichtig. Walton und Woods. Los. Schieb die Karren über den Hügel. Verdammte Scheiße. Genau, zieht euch zurück. Oh nee, 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 laufen, 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 laufen! Laufen! Warte mal, weitere Truppen rücken vor. Versucht ein bisschen weiter rumzustänkern. Boah, diese Pferdchen. Komm erstmal nicht in den nächsten Fluss rein. Das ist ja der letzte Dreck. So. Im Gebäude hast du 100% Deckung. Hier, halt, bleib doch mal da drin. Na Gott sei Dank hat er keine Kavallerie, ey. Aber die Artillerie macht mir jetzt Sorgen. Oder die, die gerade auf ihn zukommen. Können wir den mal ablenken? Dass er sich vielleicht, der Pender, sich nochmal zu mir dreht? Zu McDowell? Und zurück. Ja, dreht sich nicht, schade. Hier sind Einheiten durchgerutscht. Kanonen sind fast da. Lauft, ihr Narren, lauft! Geschichte. Genau, hier halten wir sie noch ein bisschen auf.
hey, nicht mit den Kanonen auf Spatzen schießen. Die kann... Halt, die heben uns doch für gute Sachen auf. Nicht für den letzten Scheiß. Genau, Franklin schön von hinten. Hey, weiterkämpfen, weiterkämpfen. Zieh dich zurück, Cheryl. Die müssen wir kriegen, die Nerven. So. Rückzug. Weil der wird gleich von denen dann gefickt. Das auch zurück. 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 Kanonen müssten da sein, abgeprotzt sein. Wunderbar. Ihr habt euch die Heimreise verdient, Männer. So, Franklin, zurück auf alte Position. Sonst kommst du da zu nah an Field dran. So. Auch hier sage ich erstmal verboten. Hat sich das überhaupt gelohnt? 155 getötet und 24 sind gestorben. Ja, das ist eine gute Ausbeute. Darfst auch zurück zu deinen Leuten. Ich weiß nicht, wo Wickham steckt. Macht er auf der anderen Seite. Ja, ich habe es jetzt ganz zurückgezogen. Also, wie gesagt, hätte ich den einen hier noch stehen lassen, der hätte dann einmal auf ihn geschossen, dann wäre er gelaufen. Dann hätte ich den hier anderen zurückziehen müssen. Ah, ich finde, die Plänkler haben schon einen guten Job gemacht, aber ich hätte sie doch vielleicht noch ein bisschen länger halten sollen. Ah, doch eine Runde nochmal verteidigen und laufen hätte ich nochmal machen sollen. Scheiße. Ah, na gut. Sieht Deckung aus? 80, das ist nicht so rosig. Wenn die richtig da in den Korn steckt, ist es vielleicht noch ein bisschen mehr Deckung. Ja, ich hätte gerne die zweite Reihe mit dabei. Ich weiß, die sind nicht geschützt. Aber wenn ich sie hier hinten habe, dann bringt das nichts. Und die Leute kann man hier manchmal seitlich gut rausschießen. So kann ich da mit der zweiten Reihe vielleicht noch gegen... Ah, hier ist Sumpf. Cool. Stimmt, habe ich auch vorgelesen, dass der Ort irgendwas mit Sumpf heißt. Ja, wir hören die feindlichen Trommeln. Ich höre Leute marschieren, aber marschiert doch keiner mehr. Nicht von meinen Leuten. Ja, hier schön mittig. Das muss passen. Ich habe nur Angst, dass die Kanonen hier in Zielwäsche fehlen, aber... Na, vielleicht, warte mal. Ich will dich ein bisschen drehen nach da. Du dich auch schon mal ein bisschen drehen. Wir haben gerade ein bisschen Zeit. So. Effektiv sind sie fast bei der Hälfte. Feuer frei. Hier kommt keiner. Hm, das sieht echt böse aus. Das wird böse sein. Formation geändert, cool. Jetzt stellt er sich breit auf. Der Archer. Ah, wie hätten wir unsere Plänkler noch hier so einmal gelassen? Ich glaube, dann wären die nicht angekommen.
Ihre Brigaden sind doppelt so groß wie meine. Es wird böse werden. Ach ja, meine Kavallerie da oben habe ich ja auch noch. Schon ein bisschen vor. Hier, wenn wir keinen Feind haben, dann brauchst du auch nicht schießen. Auf den blauen Dunst kannst du alleine schießen. Okay, jetzt dürft er wieder schießen. Feuer frei, auf Greg. Stehen ja alle noch. Habt ihr auch was getroffen? Oh, da kommt vom Hang wieder ganz anderes. Pender. Pender muss sterben. War die Schneise so? Ja, ich war so. Zeit ist abgelaufen. Ja. Yeah. Gut, den ersten Abschnitt haben wir schon mal geschafft. ja, ich glaube, James Mill war ja auch so eine Schlacht über mehrere Tage. Weiß ich, machen wir gleich weiter. Wer weiß, wann der nächste Punkt kommt. Ich weiß nicht. Machen wir weiter, machen wir weiter, machen wir weiter. Komm, machen wir weiter. Ich hoffe, das Video wird jetzt nicht länger dauern. Weitere anrückende Rebellenstreitkräfte wurden gesichtet. Ja, ich habe mit denen, die da sind, ja schon genug. Also, ist ja nicht so, dass sie nach Hause gegangen sind. Mal ein bisschen umstellen. Alter, wird ja immer mehr. Aber eigentlich kann man dann da schon gar nicht mehr. Ach, kannst du auch da weiter schießen. Da kannst du eigentlich gar nicht mehr daneben schießen, so viele Leute wieder sind. Alter Schwede. 5, 10, über 10.000 Mann auf einer Ecke. Das wird ja immer mehr. Schieß mal da drauf. Fächern. Also, die wollen gleich, ich habe das Gefühl, die wollen gleich angreifen. Ich hätte mich gerne hier. Wo ist mein Munitionswagen? Den kann man ja zentraler stellen. Hier für alle Kanonen. Genau. Oh, die sind da gar nicht. Die sind da gar nicht in Deckung. Trotzdem mal gucken, was dahinter so ist. Vielleicht können wir die ablenken, indem ich die Kanonen angreife. Vielleicht ziehe ich dann ein, zwei Brigaden da raus. Ich sehe gerade, ich habe drei Punkte, die ich halten muss. Wo ist denn der dritte? Da hinten. Mit was soll ich den dritten denn halten? Mit der Kavallerie vielleicht. Ja,
kommen noch mehr Leute. Field. Ja, die Rebellen wollen es echt wissen, ne? Oh, oh, das war doch zu nah, das war doch zu nah, das war doch zu nah. Scheiße, scheiße. Ah. Oh, scheiße. Ah, hier hinten werden ihre Kanonen wahrscheinlich stecken. Wäre, komme ich so weit, bis sie nicht in ihrer Reichweite. Aber er hat sich wieder gekriegt. Ich will gucken, was hier ist, wo die verdammten Kanonen sind. Ob die hier überhaupt Einheiten haben. Wenn die hier keine Einheiten haben, kann ich sie nämlich da mehr hinziehen. Das will ich wissen. Gehen, aber Konföderierte gesichtet und tschüss, das war's. Und weg. Da sind sie gerade, ist gerade die Verstärkung angerückt. Jetzt kriegen sie wahrscheinlich die Truppen, die dann von hier die hier angreifen sollen. Wieder nicht so nah an Greg. Ich habe wieder Angst, dass der da wieder mich beschießt. Dann erstmal da lang. Und sie haben uns hinten die Flagge genommen. Dann schicke ich doch mal einen dahin. Endlich! Männer! Hier, egal was ihr seid, laufen! Diesen Punkt einnehmen! Das heißt, du kannst zurück. Und du kannst hier zurück. Sie greifen an! Sie greifen an! Löst sich jetzt quasi auf. Der Barmer, ja. Da alle auf Field, da sind Field und Greg sind auf dem Haufen, dann trifft man vielleicht gut. Olbon flankiert. Attacke. Ach, die verfickten Skirmisher. Die nächste Einheit. Oh, sie kommen, sie holen sich gleich einen Punkt. Ist ja nichts. Es waren wirklich wahrscheinlich nur die Einheiten da. Ja, der nächste Angriff erfolgt über die Mitte. Da wäre es schön, wenn gleich da ein bisschen Verstärkung da wäre.
sie ihn gleich mal, ja, kommen sie nicht schon. Gleich ins Zentrum. Und euch auch. So, ich lasse die Kavallerie dann hier. Ne, gar nicht. Die Kavallerie packen wir nach da. Da kommen ja immer noch Leute. Oh, der muss weg, der muss weg, der muss weg, der muss weg. Weg, weg, weg. Ich höre hier auch Leute. Das ist nicht gut. Ja, da sehen wir sie jetzt auch. Das wäre jetzt ganz doof. Aber ihr bewegt euch nicht. Wo ist die Kavallerie? Die Kavallerie darf den Punkt haben. Ah ne, gar nicht. Die Kavallerie muss da... Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Pause, Pause, Pause. Heinrich, durchatmen. So. Ist der Schlachtfeld breiter geworden? Ich weiß gar nicht, ob ich eine zurücklassen soll. Ja, komm, wir lassen erstmal eine zurück. So, die sind ja noch auf dem Weg. Lass den mal da auf diesen Hügelkamm stehen. Gut. Los, Terrell! Töten, töten! Blume hat ihn zurückgeschlagen. Guter Mann, Blume. Guter Mann. Ja, sind die nächsten Motivierten, müssen sterben. Die hier, die hier, die hier. Genau. Er will drehen. Da gut treffen an dem Panzer, ne? So, Force. Arnold, ich gerne mal hier an der Seite. Der greift nochmal an. Sie laufen auf Greg. Und da sehe ich doch schon, was ich sehen nicht sehen wollte. Die Verstärkung kommt. Das heißt, ich habe alle Mann in die Scheiße. Ich könnte euch auch gebrauchen. Hier. Zurück. Das muss der Ort werden, wo wir sie abfangen. Wenn die nicht noch umschwenken. Ich hoffe, dass sie umschwenken zu ihren Leuten und nicht hinten hinter mir angreifen. Tut mir leid, dass ich euch nach links und rechts schicke. Greifen sie an. Ob sie jetzt, ob sie die Lücke hier erkannt hätten, ja, haben sie ja wahrscheinlich auch. So, Lawman, komm zurück, du feige Sau. Ja genau, seitlich da drauf schießen, dass sie abhauen da.
Die nächsten sind motiviert, die sind motiviert, die müssen motiviert. Motivierte Leute müssen sterben. Und demotiviert. Fantastisch. Moral gebrochen. Das läuft. Hoffentlich. So. Brauchst nicht mehr laufen. Man sieht hier auch im Wald nichts. Mal kurz rausreiten. Hallo, erkenn noch mal ein bisschen mehr. Das ist doch alles freies Feld, da musst du doch sehen, Junge. Da hinten, ja. Okay, mehr wollte ich gar nicht sehen. Wir haben uns in diesen Wald tarnen. Nee, kannst erstmal wieder zurück. Ey, wir müssen echt beten, dass wir genug Munition haben. So. Hier, ich glaube, der will rübersetzen. Soll mal Position beziehen. Wickham. Kein Wunder, dass du so viele Mann verloren hast. So, ich mach nochmal Lucky Lucky. Ah, nein. Das ist genau das, was ich gedacht habe. Kommt auf uns zu. So, 92. Kann ich ihn vielleicht in die Falle locken? Dass ich hier alles andere aus den Augen verliere. Die haben keine Munition. Der Punkt wird zusammenbrechen. Und da kommt auch die Verstärkung. Mit was kann ich verstärken? Mal da, wo du bist. Den Munitionswagen. Mach da schieben. Nur bei einer Munition. Ach komm, lass mal. Halt. Ich will, dass er hier hinkommt. Er traut sich nicht, ne? Ja, will ich. Oh, 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 oh. Ein Stück zu nah. Da wird einer, da setzt einer über. Achso, ne, das war der Anderson, ne? Und hier. Er traut sich nicht weiter, schade. Ah, das sieht ganz doof aus da. Wir müssen bis Ende des Tages standhalten. Ah, scheiße. Ich weiß noch nicht wie. Gut, ich mache hier erstmal einen Break. Ich muss mir einen Kaffee machen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Würde mich sehr freuen. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.